Okay, dann fange ich jetzt mal an. Hallo zusammen zum Vortragsabend. Heute mal wieder nach, ich glaube, einer Woche Pause. Einen Monat Pause. Ich fange heute an und zwar mit meinem Vortrag über Herstellung und Selektion rekombinanter Antikörper. Ich wollte jetzt nichts über die Impfdebatte anfangen, weil das kann ich irgendwann später machen. Heute geht es erstmal nur um die Herstellung. Dann kann man zumindest ein wenig nachvollziehen, woher das ganze Zeug herkommt und dass da kein Quecksilber drin ist, das Autismus verursacht. So. Ich werde das heute so ein bisschen so aufbauen, dass ich erstmal ein paar Begriffe erkläre, so was überhaupt rekombinant bedeutet, was sind so die Immunzellen, die alle so in den Antikörpern eine Rolle spielen. Was sind Antikörper und Antigene? Wie kann man die so verschieden hinkriegen, dass es theoretisch gegen jedes Antigen einen Antikörper geben kann? Und danach komme ich dann im Bereich der Produktion, wie man auch darauf selektieren kann, dass man den besten Antikörper rauskriegt und so weiter. Ja, fange ich erstmal an mit, was bedeutet rekombinant? Das ist jetzt ein bisschen der Wikipedia erste Satz aus diesem Artikel. Und im Prinzip geht es, um das nicht besonders kompliziert darzustellen, es geht einfach darum, dass man ein Protein herstellt auf eine Art und Weise, wie es nicht aus der Natur vorkommt, sondern man tut es zum Beispiel in einem anderen Organismus, man verändert es ein bisschen oder sonst was. Also alles, was nicht das Original, die originale Herstellungsweise ist, ist im Prinzip rekombinant. Deswegen, man möchte ja die Antikörper nicht mehr von einem Menschen, der irgendwie krank ist, haben, sondern irgendwie anders. Und dafür braucht man die Lymphozyten. Das sind die B- und T-Zellen des Menschen, gehören zu den weißen Blutkörperchen. Und deren Hauptaufgabe ist die Erkennung und Entfernung von Fremdstoffen im Körper und haben dementsprechend mit 25 bis 40% auch einen relativ großen Anteil. Unterscheiden sich, wie gesagt, in die B- und in die T-Zellen. Die B-Zellen sind die, die wir nachher überhaupt für die Herstellung brauchen. Das sind nämlich die Antikörperproduzenten. Die werden irgendwann im Laufe der Immunantwort aktiviert, weil sie eben gegen ein bestimmtes Antigen den Antikörper herstellen können, vermehren sich dann und produzieren. Im Gegensatz dazu sind die T-Zellen, die können auch Antigene erkennen, vor allen Dingen körpereigene. Also sie können körpereigene von körperfremden Antigenen unterscheiden. Das ist zum Beispiel dann relevant, wenn man zum Beispiel Tumorzellen hat oder virusinfizierte Zellen, die ja zum Beispiel, aus denen kommen ja zum Beispiel Viren raus oder abnormale Oberflächenstrukturen. Die können diese T-Zellen erkennen und wenn die nämlich aktiv werden, aktivieren die wiederum die sogenannten NK-Zellen, Natural Killer Cells, und die machen genau das. Die erkennen dann nochmal das böse Antigen an der bösen Zelle und töten die vorsorglich. Also gegen die Viren oder so machen die eigentlich überhaupt nichts. Sie nehmen den Viren und so weiter dann nur ihre Vermehrungsgrundlage. Ja, was ist ein Antikörper? Die Struktur, wenn man sie jetzt irgendwie per Röntgenstrukturanalyse aufklärt, sieht ungefähr so aus. Teilt sich auf in diese beiden Ärmchen hier, das sind die im Prinzip die variablen Domänen. Das sind die, die nämlich die Antigenbindefähigkeit besitzen. Bestehen tun die wiederum aus zwei Ketten. Die lange Kette, die setzt, oder die schwere Kette setzt sich hier bis unten durch. Hinten an den Teil, da gehe ich heute nicht so viel drauf ein, können dann eben die anderen Immunzellen binden und die haben diverse aktivierende Funktionen. Das heißt, wenn sie irgendwie binden, wird der Teil aktiv und dann passiert irgendwas. Darauf will ich aber dann, wie gesagt, so heute gar nicht eingehen. Im Prinzip geht es um diesen Teil hier oben. Die können nicht nur als, das ist das sogenannte Immunglobulin G. Immunglobulin ist einfach ein anderer Name für Antikörper. Die kann man in verschiedenen Klassen anordnen. Das sind zum Beispiel diese typischen Y-förmigen. Das sind dann so ein paar verschiedene. Die gibt es aber auch als Dimer, als Pentamer, die gibt es in riesigen Varianten, tun aber fast immer das, was sie machen sollen. Sie binden mit den variablen Domänen an irgendwas anderes,
und Erkenntnis damit. Wie gesagt, die sind hochvariabel. Deswegen können die mit den sogenannten CDRs, das kann man jetzt hier leider nicht erkennen, das sind hier diese drei Striche, das sind so Schleifen, die eben unendlich viele Strukturen annehmen können. Und irgendein Antikörper passt dann eben immer, weil seine Schleife gerade so gebogen ist und bestimmte Wechselwirkungen ausüben kann, dass er eben an etwas bindet. So ein Antikörper, der muss ja irgendwie gegen irgendwas gerichtet sein. Und das sind Antigene. Die sind relativ unkreativ, einfach aus dem Begriff Antibody Generating gekommen. Denn ein Antigen, wenn es erkannt wird, sorgt für die Generierung eines Antikörpers. Antigene können allerdings alles sein, von irgendwelchen Rezeptoren auf Zelloberflächen, weil die werden zum Beispiel von vielen Viren gerne mal als Andockstelle benutzt. Oder jedes Protein, jeder Zucker, jede Fettsäure, im Prinzip kann alles ein Antikörper sein, sogar Metallionen können, können Antigene sein. Deswegen kann man sich vorstellen, wenn man irgendwas davon hat, braucht man natürlich aus einem großen Pool, muss man auswählen können, was jetzt nun ein passender Antikörper sein könnte. Und um eben einen passenden Antikörper zu kriegen, gibt es in der Entwicklung der B-Zellen, die nachher produzieren. Das muss man nämlich wissen, jede B-Zelle kann nur einen Antikörper produzieren, aber immer wenn die sich teilen sozusagen, verändern sich die Gene so, dass immer ein neuer, einzigartiger Antikörper dabei herauskommt. Die somatische Hypermutation ist einfach, dass die DNA, die diese Schleifen hier, diese Hochvariablen, erzeugt, einfach sehr anfällig ist für einfach Basenaustausch. Das passiert einfach. Ist ein passiver Vorgang und ist im Prinzip das, was man mit Strahlung auch schnell erreichen könnte, wenn man die bestrahlt, aber das passiert da eben von selbst einfach schnell. Und das andere ist die VDR-Rekombination. Da will ich jetzt nicht ins Detail darauf eingehen, aber im Prinzip kann man sagen, dieser variable Bereich hier zum Beispiel, der besteht nicht einfach nur aus einem Gen zum Beispiel, sondern besteht im Prinzip aus drei Teilen und von jedem dieser drei Teile gibt es 20 verschiedene oder so. Und das sind dann zum Beispiel die VDJ-Rekombination. Es gibt zum Beispiel 20 Vs, 20 Ds, 20 Js und die können aktiv von bestimmten Proteinen, wird dann eben zufällig, werden die so zusammengesetzt. Und das kriegt man, da kriegt man dann zum Beispiel auch mal eine Grundlage. Und wenn man sich natürlich vorstellt, man hat unterschiedliche hiervon, plus alle davon können nochmal jeweils mutieren. Da kann man sich durchaus vorstellen, woher die große Variabilität herkommt. Ja. Dann ist noch ein Begriff, der vor allen Dingen in der Vergangenheit, also in der Entstehungsgeschichte von Impfungen und Immunisierung und so weiter relevant ist, ist der Unterschied polyklonal und monoklonal. Wie ich eben erzählt habe, kann eine B-Zelle nur einen Antikörper produzieren und der bleibt auch immer gleich. Ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt ein Antigen hat, also meinetwegen irgendwie ein Rezeptor, dann passt der genau an einen Teil des Rezeptors. Das ist dann ein sogenanntes Epitop, also ein Oberflächenmerkmal auf dem Molekül. Wenn man jedoch zum Beispiel, wenn sich irgendein Tier oder ein Mensch auch gegen ein Virus irgendwie vom Immunsystem her verteidigt, dann kann an den Virus, weil er ja vergleichsweise groß ist, können eine Unzahl an Antikörpern dran binden. Also es gibt nicht den einen Antikörper, der einen dann gegen diesen Virus schützt, sondern im Prinzip können an den verschiedenen Orten, der sieht ja auch nicht überall gleich aus, ein Virus, können immer unterschiedliche Antikörper dran binden. Deswegen, wenn man ein Wirt immunisiert mit so einem Antigen, hat man im Prinzip, wenn man die Antikörper aus seinem Blut isoliert, so ein Blutserum. Und im Prinzip ist das ganze Serum, kann irgendwie an das Antigen binden, aber es sind halt ganz viele verschiedene. Das ist nicht unbedingt immer gewünscht, weil da sind natürlich ein paar schwächere, ein paar stärkere dabei. Und wenn man natürlich nachher für Experimente oder auch wenn man Impfstoff produzieren möchte,
um das Ganze irgendwie kontrolliert zu halten, möchte man am besten natürlich nur gegen ein Oberflächenmerkmal, also gegen ein Epitop des Antigens, einen Antikörper haben. Deswegen ist das Ziel, einen monoklonalen Antikörper irgendwie hinzukriegen. Wenn man den nämlich einmal hat, kann man auch 20 monoklonale Antikörper gegen dasselbe Antigen produzieren. Die kann man sich dann bei Bedarf einfach zusammenmischen. Ja, und wie man das so unterscheidet, ach genau, das kommt auch noch. Die B-Zellen, die ich eben erzählt habe, sind, das ist so ein bisschen jetzt auch aus dem Bereich Impfung. Wir haben, habe ich ja eben gesagt, einmal die Antikörper produzierenden B-Zellen, die schwimmen so rum und wenn das Immunsystem so langsam anfängt, die perfekten davon rauszuselektieren, die passen, produzieren die Antikörper, die Infektion wird bekämpft und so weiter. Wie man aber natürlich weiß, sind Impfungen eine vorbeugende Sache. Und im Prinzip, bei einer Impfung spritzt man ja dem Menschen oder dem Tier ein Antigen und guckt eben, wartet, bis der das selber darauf reagiert. Die Antigene sind dann natürlich nicht gefährlich. Also man spritzt demjenigen jetzt keinen funktionierenden Virus. Aber irgendwo, die Antikörper sind natürlich nicht stabil. Die lösen sich irgendwann auf, werden abgebaut oder sonst was. Deswegen muss man ja irgendwas haben, was, wenn man sich irgendwie 3 Jahre später nochmal mit, keine Ahnung, Mumps, Masern, Röteln, wo die meisten ja wahrscheinlich gegen geimpft sind, infiziert, muss ja irgendwo gespeichert sein, dass man immun dagegen ist. Und da sind eben diese B-Zellen, diese Memory-B-Zellen für zuständig. Die machen nichts anderes, als sehr langlebig zu sein, sich ab und zu mal zu teilen, und darauf zu warten, dass sie das Antigen nochmal abbekommen. Weil dann gehen die richtig ab, dann teilen die es richtig häufig, aktivieren irgendwie alle Kaskaden, die sie finden können, sodass man im Prinzip schon nach 2 Tagen, was relativ schnell ist, das ganze Blut voller Antikörper hat und in den meisten Fällen gar keinen Krankheitsausbruch erleidet oder eben nur einen sehr schwachen, der auch relativ schnell wieder abklingt. Die braucht man nicht unbedingt natürlich, weil die produzieren erstmal keine Antikörper. Deswegen konzentriert man sich erstmal auf die Plasmazellen. Ja, kommen wir zur Produktion eben eines solchen monoklonalen Antikörpers, der genau gegen ein Epitop des Antigens gerichtet ist. Ja, wie man das zuerst macht, man immunisiert erstmal den Wirt mit dem Antigen. Das können jetzt zum Beispiel Virenhüllproteine sein oder sonst was. Die spritzt man dem. Ist leider in den meisten Fällen noch sind es Kaninchen. Ich meine aber auch, dass es zum Beispiel für, wenn jetzt irgendwie so wieder so eine größere Virusepidemie irgendwo auf der Erde ansteht, dann kann man das auch mit Hühnereiern machen. Also in jedes Hühnerei das kann man infizieren und irgendwie aus den ganzen Vorläufern kann man dann auch nachher irgendwie wieder was machen. Aber auf jeden Fall entnimmt man dann eben alle B-Zellen aus dem Blut, weil es sind eben die, die überlebt haben, sind welche, die passen irgendwie. Ob stark oder nicht stark, weiß man jetzt noch nicht. Das muss man dann eben rausfinden, bevor man sich für einen dieser Antikörper entscheidet. Und deswegen ist der nächste Schritt dann die Selektion. Deswegen ein bisschen Exkurs in die Selektion von Antikörpern. Ja, wie schon gesagt, man möchte nicht unbedingt alle Antikörper haben, sondern nur den besten. Und das grundlegende Prinzip ist, man muss sich jeden einzelnen Antikörper oder das Gen dafür erstmal aus den B-Zellen isolieren. Also kann die dann so vereinzeln und aus jeder B-Zelle, die teilen sich ja immer noch so ein bisschen, kann man dann die DNA rausholen. Und man kann sich dann ein sogenanntes SCFV-Fragment, das ist im Prinzip nur der variable Teil des Antikörpers, also der bindende Teil, der Rest interessiert ja erstmal nicht, kann man isolieren. Der wird dann auf sogenannten Phagen, die werde ich nur, das ist im Prinzip, sind das Viren für Bakterien. Die haben nämlich so die Eigenschaft, Bakterien zu infizieren, denen so ein bisschen DNA zu klauen und sich dann sehr stark zu vermehren und so weiter. Und das Gute ist nämlich, man kann einfach so ein Hüllprotein, dieses Bakterienvirus, genetisch an diesen Antikörper fusionieren, sodass wenn dieser Phage sich dann bildet, hat man einen Phage, der praktisch ein Antikörper ist. Und weil die natürlich ihre infizierenden Fähigkeiten und so weiter immer noch behalten, kann man dann sogenanntes Biopanning machen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So. Wie gesagt, man holt sich zunächst mal die Antikörper-DNA raus, weil die Randbereiche von dieser variablen Domäne sind immer gleich oder zumindest sehr gleich, sodass man mit ein paar Methoden
eben die DNA isolieren kann. Man kann sie sequenzieren, damit man irgendwie die Sequenz hat. Ob man die Sequenz jetzt braucht oder nicht, kommt immer auf die Anwendung an. Es gibt zum Beispiel Datenbanken, die aus den nur aus der DNA-Sequenz dieses Antikörpers so eine Art statistische Berechnung in der Bioinformatik machen, wo man dann so sagen kann, ja, der Antikörper war mal gegen das und das mit der Sequenz und der andere war so ein bisschen anders und war dann gegen ein anderes Antigen und die können dann sozusagen die Sequenz im Computer verändern, sodass es theoretisch für einen Antikörper ihrer Wahl passen könnte. Das geht nicht für ganz Antikörper, dafür gibt es einfach noch nicht die Computerleistung. Noch. Wenn man dann einmal diese DNA hat, fusioniert man die einfach mit so einem Linker-Ding, damit man eben den Antikörper, der hier unten eigentlich ja noch dranhängt, dass man den nicht mehr braucht. Das Ding ist dann so stabil. Und hängt das eben, das ist jetzt so ein Phage, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, dieses Antikörperfragment hängt dann einfach an der Spitze. Dafür gibt es dann so eine Menge DNA-Zeug, was man irgendwie reintut. Da sind dann so Selektionsmarker mit drauf, sodass man eben weiß, wenn der Phage da ist, kann das infizierte Bakterium nur überleben und so weiter. Alles, damit man irgendwie weiß, wo ist denn jetzt überhaupt noch was Passendes übrig. Und wenn man dann diese ganzen Phagen hat, dann nimmt man sich eben so einen Erlenmeyer-Kolben mit einer Bakterienkultur drin, packt alle Phagen mit allen Antikörpern, die man sich gemacht hat, also dann eine sogenannte Antikörperbibliothek, packt man hier alle drauf. Die werden dann die Bakterien infizieren, sich selbst vermehren, sodass man im Prinzip nachher eine Lösung mit toten Bakterien und voll mit Phagen hat, die eben diese verschiedenen Antikörper auf ihrer Spitze haben. Und diese Lösung kippt man dann in Gefäß, was in seiner Innenwand die Antigene hat, gegen die man jetzt den Antikörper haben möchte. Das kann zum Beispiel sein, ein Undock-Rezeptor von einem Virus. Weil wenn man nachher dann dem Menschen diesen Antikörper spritzt, wird der Virus so eingehüllt von Antikörpern und kann nicht mehr virulent sein. Macht man das normalerweise nur mit Teilen davon oder einfach mit ganzen Viren oder wie? Meistens macht man nur Teile davon, einfach weil die schneller produziert sind. Aber rein theoretisch kannst du es natürlich auch mit dem ganzen Virus machen, aber dann kriegst du natürlich wieder Ja, ganz stimmt. viele verschiedene Antikörper raus. Dann wäscht man das so lange, bis eben nur die wirklich gut passen, so hängen bleiben. Die holt man dann wieder raus, infiziert damit wieder neue Bakterien und macht das im Prinzip so häufig, bis man sich so ganz sicher ist, ist jetzt nur noch einer von der Auswahl, die dünnt sich dann immer weiter aus. Und dann, wenn man diesen einen Phagen hat, dem das entsprechende Antikörperfragment zugeordnet ist, kann man den ja, isolieren und eine DNA-Sequenzierung machen. Und weil man die Sequenz ja vorher auch schon von den B-Zellen sich geholt hat, weiß man dann, aha, das ist genau das Antikörperfragment, das passt am besten und es kommt aus der und der B-Zelle. Wenn man jetzt natürlich, wie ich ja eben schon gesagt habe, so eine Plasma-B-Zelle, die hält nicht ewig. Die produziert so ein paar Tage Antikörper und dann stirbt die und dann müssen halt die Memory-B-Zellen einspringen und sich wieder vermehren, um neue Plasmazellen zu produzieren. Für eine langfristige Antikörperproduktion ist das natürlich eine ziemlich nervige Eigenschaft. Deswegen nutzt man die sogenannte Hybridoma-Technik. Ich weiß nicht, ob ich die, ja doch, habe ich näher beschrieben. Im Prinzip ist das nichts anderes, als man fusioniert die B-Zelle, wo man jetzt weiß, aha, die produziert mein Antikörper. Auf subzellulärer Ebene fusioniert man die mit einer Myelomzelle. Das ist nichts anderes als praktisch Blutkrebs, also praktisch eine Tumor-B-Zelle. Und wie jemand oder wie die meisten Menschen wissen, so Tumore sind immer so ein bisschen ungünstig. Die verbreiten sich nämlich ziemlich unkontrolliert, ziemlich ungehemmt und sind ziemlich häufig oder ziemlich schnell in sehr großer Anzahl vorhanden. Das ist allerdings nicht schlecht, wenn man die in der Kultur, natürlich nicht im Menschen hat. Und jede dieser Tumorzellen hat die Fähigkeit, Antikörper zu produzieren. Denn damit hat man dann einen theoretisch unbegrenzt lebensfähigen und unbegrenzt heilungsfähigen und Antikörper produzierende Zellkultur. Und aus der muss man dann im Prinzip immer nur ab und zu mal zentrifugieren, aus dem Überstand
dann per diverser Illusionsverfahren die Antikörper rauszuisolieren, wie mit einer Chromatographie oder so. Dann löst man die wieder in neue Medium auf, dass die wieder was zu essen haben und dann fressen die weiter, vermehren sich weiter, produzieren Antikörper. Und damit hat man dann nachher, wenn man so ein bisschen aufgereinigt hat, einen monoklonalen Antikörper gegen ein Antigen, gegen von irgendeinem Virus, gegen den man jetzt einen Impfstoff haben möchte. Oder zum Beispiel eine Tumorzelle, den kann man dann direkt dem Patienten zum Beispiel spritzen. Der bedeckt dann die Tumorzellen und löst in der Tumorzelle dann meinetwegen den Zelltod aus. Und das war's auch schon. Also diese Tumorzellen sind in die, die in diesen Spritzen drin sind, die du kriegst beim Arzt, oder? Nee. Also die Tumorzellen, die sind nur in der produzierenden Kultur. Und du nimmst natürlich rein zellfrei, das wird auch filtriert, dass da nicht im Pech so irgendwie noch eine Tumorzelle mit drin ist. Das wird alles steril filtriert, da sind nur noch Antikörper dann drin. Das ist eine unsterbliche, ewige Arbeit. Und das sind auch im Prinzip nicht die, die du benutzt, um dich impfen zu lassen, weil du brauchst ja keine Antikörper zum Impfen, sondern dein Körper muss ja selber Antikörper produzierende Zellen und Memory-Zellen entwickeln. Und im Prinzip sind Antikörper nur dann da, wenn du zum Beispiel eine ziemlich starke Infektion hast, dein Körper nicht schnell genug hinterherkommt mit seiner eigenen Immunabwehr, dann kannst du die natürlich erstmal künstlich zuführen. Ja, bei Tetanus gibt es das irgendwie, ne? Dass man und eben bei Tumoren, die sind ja leider immer so, der Körper, der denkt ja immer noch, das wären immer noch eigene Zellen oder ziemlich häufig, deswegen musst du die Antikörper künstlich dir besorgen. Ja. Ja? Dieser instabilen Bereiche, die B-Zellen stabilisiert. Also damit eine Memory-Zelle entstehen kann, die erfolgreich B-Zellen ausspuckt, die immer wieder ähnlich oder denselben Antikörper produzieren. Also am Anfang werden die B-Zellen sich ja beliebig teilen, da wird rumkombinieren, um quasi den Antikörper zu raten. Irgendwann haben sie den richtigen Antikörper geraten und produziert ihn jetzt. Aber genau. Beim Übergang in die Memory-Zelle muss ja diese Sektion irgendwie wieder stabilisiert werden, um quasi in Zukunft nach weiteren Zellteilungen tatsächlich diesen Antikörper zu produzieren und nicht etwas Lustiges. Genau, also das passiert in der Entwicklung der B-Zellen-Vorläuferzellen. Die haben einen sogenannten B-Zell-Rezeptor, der sieht im Prinzip genauso aus wie Antigene. Und in dem passiert dann erstmal so diese ganze Selektion und so weiter. Und erst wenn die B-Zelle dann mit diesem Rezeptor irgendwie nachher auf Affinität getestet wurde, dann kommt zur Differenzierung. Und im Rahmen dieser Differenzierung verwandelt die sich dann entweder in, also sie verwandelt sich nicht, aber sie wird auf molekularer Ebene umreguliert, dass sie sich das ist dann einfach statistisch, wird die eine Hälfte zu Memory-Zellen, die anderen zu Plasmazellen. Und in diesem Zustand ist dieser ganze Proteinapparat, der auf zellulärer Ebene, subzellulärer Ebene für Regulationen zuständig ist, im Prinzip wird diese gesamte Rekombinationsmaschinerie ausgeschaltet, die funktioniert nicht mehr. Dann habe ich eine andere Frage, warum will man monoklonale Antikörper? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das, was man da tut. Man hat von seinem Wirtsorganismus eine ganze Bandbreite an Antikörpern, die der erstmal produziert, die an verschiedenen Stellen des Virus oder was auch immer eben hat, andocken können. Genau. Und durch dieses relativ offene Verfahren tritt man das quasi runter auf denjenigen Antikörper, der die höchste Affinität hat, also die beste Bindungseigenschaft. Genau. Aber die natürliche Immunantwort hat ja den riesen Vorteil, dass sie sehr problemlos damit umgehen kann, wenn ein Virus kleine Mutationen aufweist. Wohingegen der eindeutige Antikörper ja, sobald dieses eine Oberflächenprotein sich wandelt, völlig wirkungslos werden kann, sozusagen. Weshalb macht man das dann? Warum produziert man nicht absichtlich ein Gemisch von Antikörpern? Wie ich gerade schon gesagt habe, die Antikörper, die du in diesem ganzen Verfahren herstellst, die werden nicht benutzt, um, wenn du jetzt irgendwie eine Virusinfektion hast, um dich davon zu heilen. Das ist halt so, im Prinzip muss der Körper sich selbst verteidigen, wie du schon gesagt hast, damit er hat ja so ein Gemisch und der Körper geht ja auch bei einer Infektionsbekämpfung ganz anders vor. Der sucht sich im Prinzip alle Antikörper, die passen, ist im Prinzip auch egal, ob die stark oder schwach bin, sie müssen nur so lange da sein, bis dieser untere Bereich, den ich eben gezeigt habe am Antikörper, zum Beispiel eine zytotoxische Zelle ausgelöst hat und so weiter. Diese monoklonalen Antikörper sind eher dazu da, entweder natürlich in der Forschung, wenn du halt zum Beispiel sagst,
du willst auf einem Protein irgendwie, du weißt genau, auf der einen Seite vom Protein bindet der Antikörper und auf der anderen und auf derselben Oberfläche würde zum Beispiel meinetwegen ein Proteinbindepartner, also in irgendeiner. Blockiert quasi die Rezeptoren. Oder genau. Und oder du kannst zum Beispiel, wenn der Antikörper binden kann, weißt du, da ist jetzt kein anderes Protein dran. Und das ist dann in der Forschung wichtig. Andere Sache wäre zum Beispiel bei der Krebstherapie, da möchtest du zum Beispiel einen Antikörper, einen monoklonalen Antikörper haben, wo du also relativ sicher sein kannst, zum Beispiel der bindet genau an einen Rezeptor von der Krebszelle, aktiviert diesen und das führt dann zu einer Signalkaskade, die dann den Zelltod von der Tumorzelle auslöst. Wenn du könntest natürlich auch überall sonst irgendwie Antikörper an der Zelle haben, das birgt allerdings immer das Risiko, dass du dann irgendwie Crosstalk mit dem Immunsystem hast und die fühlen sich dann doch verpflichtet, irgendwie sich zu aktivieren und richten sich dann doch irgendwie gegen den ganzen Körper und das kannst du natürlich mit so einem monoklonalen Antikörper relativ minimieren. Ja. Wie sind denn also die größten Mengenverhältnisse? Also jetzt bei dem Biopanning zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wie viele Erlenmeyer-Kolben verwendest du da wirklich? Eigentlich vielleicht einer. 200? Einer. Okay, und für wie viele Patienten ist das dann? Also im Prinzip ist das ganze, dieser ganze Erlenmeyer-Kolben erstmal nur gegen ein Antigen gerichtet. Ja. Und in dem schwimmt, also zum Beispiel wir hier an der Uni haben so den Antikörperpapst weltweit eigentlich, der kennt sich so mit am besten mit Antikörpern aus. Und die haben halt so Antikörperbibliotheken, wie ich eben schon gesagt habe, diese Phagen mit am Kopf, so einem Antikörper. Und die haben dann zum Beispiel so kleine Reaktionsgefäße, so 1,5 Milliliter. Und da sind dann im Prinzip die Gene von 2 Millionen Antikörpern drin. Und im Prinzip willst du ja, also du sagst dann einfach so, ja, theoretisch müsste da jetzt einer dabei sein, der, oder du hoffst, dass einer von diesen 2 Millionen passt. Dann kippst du einfach das ganze Zeug da drauf und guckst eben nach, was übrig bleibt. Letztendlich ist das nur so eine Sache, also es richtet sich, wie gesagt, nur gegen einen Patient, jetzt mal in Anführungszeichen, aber man fängt eben mit einem großen, also der theoretisch hat sozusagen jedes von diesen 2 Millionen Dingern die Chance, mal kurz zu binden. Es bleibt hängen oder es bleibt nicht hängen. Aber weil das alles auf so kleiner Ebene ist, reicht da ein Erlenmeyer-Kolben aus. Du kannst den natürlich dann zum Beispiel ja. innen nur mit einem Antigen beschichten, weil du könntest ja nicht unterscheiden, ob das jetzt an das eine oder das andere gebunden hat. Beantwortet das deine Frage? Ja, ungefähr schon, ja. Sonst noch Fragen? Sonst. Das ist in dem Bereich ja dann kein Impfstoff. Impfstoffe sind zum Beispiel. Was hätte ja in dem Bereich eine Wirkung? Also ich wenn man das dann bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, was bei Impfungen das Aluminium bewirkt. Genau, im Prinzip mischst du das zum Beispiel, packst du jetzt irgendwie, du nimmst eine Kultur Viren, die waren mal am Leben, die machst du hin, du erhältst das zum Beispiel so, dass alle davon sterben. Mischst also ein bisschen, also reinigst das so ein bisschen, packst Aluminium mit dabei, ich weiß jetzt nicht, wie es genau wirkt, aber dann spritzt du im Prinzip dem Menschen diese Bröckchen aus dem Virus, die funktionieren natürlich auseinandergebaut nicht mehr und da ist auch nichts mehr drin, was irgendwie aktiv wirkt, aber wahrscheinlich ist dann halt eben, wenn das mal vom so ein Bröckchen vom Immunsystem erkannt wird, dann wird das wahrscheinlich durch das Aluminium irgendwie optimiert oder so, sodass dann eben die Weiterreaktion irgendwie schneller vonstatten geht. Keine Ahnung, warum man das jetzt benutzt. Wahrscheinlich irgendwie ein Katalysator, der die Reaktion auf den Impfstoff schneller macht und dann im Prinzip auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es hängen bleibt. Weil natürlich, wenn du irgendwie Bröckchen von kaputten Viren spritzt, dann sind die auch nicht ewig da, um dem Immunsystem als Template irgendwie für Antikörper zu dienen. Was genau das macht, keine Ahnung. Müsste ich mich selber noch nachgucken. Ich denke doch kein Bruchsaluminium drin, da sind doch nur irgendwelche, ja, irgendwelche Ionen oder so. Ja. Wahrscheinlich ganz gefährlich aus. Wahrscheinlich. Ja, wenn der Körper sich da so eine tote Zelle, da kommen wir jetzt morgen drum.
Ja, es kann tatsächlich auch sein, dass es irgendwie auf Immunzellen an irgendwelchen Rezeptoren dann bindet und die dann in so eine Art Alarmzustand gehen. Eine Shiny-Tool-Zelle, also das Foto. Ja.